So, Freunde. Ja, mir wurde das jetzt gerade auf YouTube vorgeschlagen. Ihr wisst ja, Farid Bang ist aus Düsseldorf und Eko war jahrelang in Köln. Das sind halt Jungs hier aus der Gegend. Wie gesagt, ich selber komme ja auch aus Düsseldorf. Und Farid ist ja auch so ein bisschen auf diesen Fitness- und Kraftsport-Trips schon seit 2 Jahrzehnten. Und hier erzählt er so, wie er dazu gekommen ist. Und zwar war das wahrscheinlich, denke ich mal, so 2003 rum, 2002, 2003, wo 50 Cent sein Album Get Rich or Die Tryin' rausgebracht hat. Und da hat der Farid zum Geburtstag dieses Album geschenkt bekommen. Und da hängt sich ja 50 Cent von der Decke runter, oberkörperfrei, ist am Pumpen und so. Und 50 Cent, müsst ihr wissen, 2002, 2003, 2004 war mega angesagt, auch die Jahre danach. Aber das waren so seine Hype-Zeiten, ne? So, und dann erzählt halt der Farid wieder. Ich habe auch in einigen Videos schon darüber erzählt, so, ja. Also, früher in Düsseldorf war das so: Man konnte sich, wenn man so sehr jung war, wir reden von vor 20, 25 Jahren, ne? Also, wo wir auch teilweise unter 18 waren und so weiter und so fort. Ne? Und dann konntest du dir vielleicht ein Fitnessstudio nicht leisten, so, weil der Beitrag, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Mark, D-Mark damals noch gekostet hat. In den 90er Jahren, Ende 90er und Anfang 2000er, ne, so Euro kam und da wurde eh alles ein bisschen teurer. Ne? Das heißt, als Jugendlicher konnte man sich vielleicht so den monatlichen, jeden Monat diesen Beitrag nicht leisten. Und da hatte sich mal rumgesprochen, wie im Rheinstadion in Düsseldorf. Ich wohne ja Düsseldorf Süd als Beispiel und Rheinstadion, das alte Rheinstadion, was mittlerweile abgerissen wurde und durch Neues ersetzt wurde. Das war ja komplett im Norden Düsseldorf. So. Und da hatte sich so rumgesprochen, dass man dafür 1 Mark, ne, damals noch, wo die D-Mark-Zeiten waren, ne, später dann 2002 und 3 und so ist ja Euro gekommen, da konntest du für damals 1 Mark und später für 1,50 € konntest du, egal wie lange trainieren, ne, und da hattest du verschiedene Geräte und so weiter und so fort. So, das heißt, wenn man sich den Monatsbeitrag nicht leisten konnte, ist man als Beispiel zweimal die Woche dort trainieren gegangen. Ne? Natürlich, ne, da, wir reden von vor, also das würde ich niemals machen jetzt aktuell, aber wir reden von vor 25 Jahren, 23 Jahren, 20 Jahren und so weiter und so fort. Ne? Alter, da sind wir teilweise mit U-Bahn und S-Bahn, meistens auch mit U-Bahn, ne, weil bis Hauptbahnhof konntest du ja noch mit der S-Bahn fahren, also von Düsseldorf Süd. Und dann vom Hauptbahnhof aus musstest du dann, also ich bin dann immer mit der U-Bahn dann weitergefahren, beziehungsweise Straßenbahn, U-Bahn, bis zum Rheinstadion. Und hier erzählt halt Farid, wie er da die Hanteln, einmal, der hat so einen Rucksack mitgenommen, deswegen sind die beiden jetzt auch so am Lachen, so, er hat da so einen Rucksack mitgenommen und dann hat er so Kurzhanteln und Hantelscheiben und so mitgehen lassen. Und dann hatte der irgendwie so einen Rucksack von 20, 30 Kilo und musste das da mit der Bahn wieder nach Hause schleppen und so weiter. Richtig geile Szene hier, auf jeden Fall zieht euch das Interview mal rein. Und ja, alte Erinnerungen kochen hoch. Ne? So, ich habe dann auch irgendwann, als ich dann alleine gewohnt habe, die Hanteln aus dem elterlichen Haus. Ihr müsst wissen, meine Hanteln, meine Langhanteln, Kurzhanteln, viele Gewichtsscheiben habe ich seit 1900, ich glaube, was war das? 93, 4, nee, 94, 93, 94, ne? So, da hat mein Vater irgendwann so, dann hab ich irgendwie den Wunsch, weil der hat, wisst ihr, wie das zustande gekommen ist, wo wir schon beim Thema sind, ja? Irgendwann kam mein Vater mal, da haben wir noch nicht in Düsseldorf gewohnt, da haben wir irgendwo da hinten in Richtung Stuttgart und so gewohnt, in so kleineren Städten. Ne? Das waren so die ersten Jahre in Deutschland. Dann kam mein Vater irgendwann rein und ich kam so langsam so Richtung Pubertät und so weiter und so fort. Und dann hat mein Vater gesehen, wie ich meine Schultasche voll mit Büchern gepackt habe, also Bücher, alles was Gewicht hat. Wasserflaschen, Bücher, was weiß ich, was man da alles da rumliegen hatte. Und hab das in meinen Schulranzen reingestopft, ja. Und dann habe ich zum Beispiel an der Wand gestanden, ne, mit dem Schulranzen auf dem Rücken. Und dann habe ich so zum Beispiel Waden trainiert. Ne, ich hatte ja sehr stark abgenommen. Da gibt es so Videos auf YouTube, wie ich so ungefähr 50 Kilo wiege. Und mich dann ne, so hochgegessen, hochtrainiert habe auf über 130, 135 Kilo, da gibt es so Videos auf meinem Kanal. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, dann kommt mein Vater so rein und sieht, wie die Tasche schon so auseinanderfleddert, ne, weil es ja eigentlich für die Schule gedacht, ne, und nicht zum Trainieren.
So, und dann sieht er so, wie ich da mit Kniebeugen mache. Ne? Ich habe dann so einen Schulranzen voll mit Büchern und allen möglichen. Dann mache ich so Kniebeugen und so und Wadentraining und so. Und irgendwann so hatte der Mitleid so. Und dann kam ich irgendwann mal nach Hause. Auf einmal steht da so eine, was war das, von der Marke Kettler war das. Auf einmal stand so in meinem Zimmer so eine Kettler hier, wo man so Butterflies machen kann, ne? So mit diesen Griffen an den Seiten, wo man Bankdrücken machen kann. Und vorne, ganz vorne, konnte man so Beinstrecken machen für Beine und so lauter so ein Zeugs mit einigen Gewichtsscheiben. Das heißt, ein paar Gewichtsscheiben, die ich bei mir zu Hause rumliegen habe, sind aus dem Jahre 1993, ne? Und 93, 94, ne? Diese silbernen, beziehungsweise so, ja. Diese silbernen Scheiben, die ich habe, die sind teilweise locker schon, ja, 30 Jahre alt, kann man sagen, ne? Also einige Gewichtsscheiben, deswegen könnte ich mich niemals von diesen Scheiben trennen, ne? So, egal wo ich hinziehe, ne? So, ich nehme diese Scheiben mit und im Laufe der Jahre kommen immer mehr Scheiben dazu. Und ja, alte Erinnerungen sind hochgekocht. Also, wie gesagt, und das hat sich, um jetzt zum Ende zu kommen, in Düsseldorf, wo auch Farid gewohnt hat, ne, ich habe den ja auch im Jahr 2002, 2003, glaube ich, das erste Mal in der Düsseldorfer Altstadt gesehen. Da ist der Farid rumgelaufen, der hatte so Mixtapes, ne? Das waren so die Anfangszeiten, wo er und einige seiner Freunde angefangen hatten zu rappen. Und dann lief der durch die Düsseldorfer Altstadt. Ich habe damals übrigens auch 2003, 2004 und so, habe ich so kleinere Discos sozusagen angemietet und Partys geschmissen. Ne? Was heißt angemietet? Aber wir haben mit dem Besitzer gesprochen. Ne? So, wir haben dann Flyer verteilt und ne, so. Und zu dem Zeitpunkt hat ungefähr auch mein Bruder angefangen mit dem DJen. Der war DJ. Und dann war mein Bruder der DJ sehr, sehr oft, jetzt nicht immer, aber sehr oft. Und ich habe dann zum Beispiel an der Tür sozusagen Türsteher gemacht. Ne, so, das waren 2003 war übrigens auch das Jahr, wo ich die 170 Kilogramm Bankdrücken geschafft habe. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin 2000 in eine neue Wohnung, also in eine eigene Wohnung gezogen. Davor hatte ich auch eine eigene Wohnung, aber 2000 war so die erste eigene Wohnung. Auch überhaupt nicht eingerichtet, ne, muss man dazu sagen, ne? Hier auch im Düsseldorfer Süden, in Reisholz, ne, so, und dann habe ich diese Hantelbank da reingetan und ich hatte einfach nur eine Matratze irgendwo auf dem Boden rumliegen, ein Fernseher und das Einzige, was in der ganzen Wohnung rumstand, waren einfach diese ganzen Langhanteln, Kurzhanteln, die Gewichte und meine Hantelbank, wo ich Bankdrücken drauf gemacht habe, ne, und eine Matratze zum Schlafen. Und ein Fernseher, der den ganzen Tag lief und ein PC. Das war alles, was in meiner Wohnung rumstand. Ne, so legendäre Zeiten. Und wie gesagt, ich habe 2000, 2001 so richtig intensiv angefangen, Bankdrücken zu machen. Davor natürlich auch schon. Aber wo man wirklich nach Plan zweimal die Woche teilweise Bankdrücken gemacht hat und auch andere Übungen für Trizeps und Bizeps. Und dann hatte ich bis 2003 Sommer es geschafft, die 170 Kilogramm zu drücken. Und ich meine, so ungefähr 90 Kilo, ich weiß nicht hundertprozentig, aber so, ich habe ja vorher auch schon trainiert gehabt, bis 90 Kilo hatte ich es geschafft, 2000, 2001, aber ich habe halt wirklich sehr sporadisch trainiert, hier links, rechts, teilweise tagelang ausfallen lassen, das Training und so, und das richtig, richtig ernst genommen mit Bankdrücken war halt, wie gesagt, 2000, 2001. Und ja. August oder Juli, August, irgendwann Sommer 2003 habe ich das erste Mal die 170 Kilo gedrückt und ich war stolz wie Bolle. Ein paar Augenzeugen hier aus der Gegend, weil damals gab es noch kein YouTube. Da kam man halt nicht auf die Idee, das Ganze aufzunehmen. Ich habe ja 164, 163 Kilo als Video, aber das war dann schon 2010, 2011 und so, ne? Das habe ich auf YouTube, aber diese 170 Kilogramm, meine Maximalleistung, die habe ich halt noch nie aufgenommen, weil, warum auch, 2003, wie gesagt, wo ich es geschafft habe, gab es kein YouTube und so ein Zeugs und das war auch gar nicht Trend, wurde ja erst 2005, 2006 so richtig bekannt mit YouTube und dass man Videos hochladen kann. Ja, und dann habe ich mir aus der Gegend hier zwei, drei Zeugen gesucht, so, weil ich wollte unbedingt Augenzeugen haben, dass ich die 170 ohne Hilfe einmal bis zur Brust runter und wieder hochdrücken kann. Und wie gesagt, wo Farid jetzt hier mit Echo Fresh über diese Rheinstadion-Geschichte am Reden war, so sind halt alte Erinnerungen hochgekocht. Ja, wie gesagt, also jetzt nochmal zum Thema Rheinstadion. Es hatte sich rumgesprochen, dass man dafür 1 € und früher für eine D-Mark trainieren kann. Und dann ist man halt mit ein paar Freunden dahin und hat diese Mark bezahlt.
Weil, ne, so, und dann musst du dir so vorstellen, weil, und das jetzt mal als letztes, ne, als letzten Satz, weil man nur einmal oder zweimal die Woche für 1 Euro oder 1 Mark trainieren konnte, weil man halt wenig Geld hatte, wenn man denn da hingegangen ist, ich habe teilweise 2 bis 3 Stunden da verbracht und ich habe mich wirklich verausgabt. Ne, weil ich hatte ja keine andere Möglichkeit so und später sind wir auch umgezogen, ne, von einer Stadt in die andere und dann lag diese Hantelbank irgendwann im Keller, ne, und Keller war so modrig und schimmelig und hat komisch gerochen und so. Ich hatte keinen Bock da unten zu trainieren, wo das hat wirklich echt komisch gerochen und alles und deswegen ich konnte nur einmal oder zweimal die Woche trainieren. Das heißt, wenn ich da hingegangen bin, ich habe alles durcheinander trainiert. Schultern, Bizeps, Trizeps, Bankdrücken, Beine und ey, du musst dir das so vorstellen, ich hatte damals noch kein Auto, ne? Sondern bin ich von Düsseldorfer Rheinstadion, ne, mit der U-Bahn und dann, jetzt musst du dir vorstellen, ich hatte auch teilweise kein Ticket, ne, so und dann bin ich voll müde und unterzuckert, weil ich 2, 3 Stunden den ganzen Körper von oben bis unten trainiert habe. Bin ich in der U-Bahn teilweise vollkommen zusammengebrochen. Ich bin dann irgendwann Rheinstadion im Düsseldorfer Norden, bin ich in der U-Bahn eingeschlafen und bin dann irgendwo am Hauptbahnhof oder sonst irgendwo aufgewacht teilweise. Jetzt nicht immer, aber das ist schon ein paar Mal passiert, dass ich da, weil komplett unterzuckert, ne, weil ich habe ja auch da nicht so viel Eiweißshakes oder da gab's, da konnte ich mir nicht leisten, ne, so. Und dann ist der Körper so in so eine Art Shutdown gegangen. Das war auch komplett ungesund, um ehrlich zu sein, ne. So bis ich dann zu Hause angekommen bin, ne, also 2, 3 Stunden Training und dann mit der U-Bahn fahren 1 Stunde lang, dann hat es teilweise 4, 5 Stunden gedauert, bis ich zu Hause angekommen bin. Ey, und dann war ich froh, wenn ich noch was gegessen habe und dann bist du da irgendwie auf die Couch, aufs Bett gefallen, bist zusammengebrochen, so eingeschlafen erstmal ein paar Stunden lang. Auf jeden Fall krass, wie teilweise Farid oder ich oder andere Leute da im Rheinstadion für 1 Euro oder für 1 D-Mark trainiert haben. So, das mal zu der Geschichte. Guckt euch das ganze Interview mal an. Es gibt auch einen zweiten Teil davon. Farid ist ja auch auf Twitch unterwegs. Ich übrigens auch, ne? Akku Power Twitch ist mein Twitch-Kanal, findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze mal ab und ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.